Heute soll es hier mal ganz kurz um die Wolverine Woche 4 Aufgabe gehen, denn wir müssen uns katapultieren lassen, ohne einmal den Boden zu berühren, und zwar auf diesen Sentinel-Händen. Ist jetzt keine besonders schwere Aufgabe, fliegt einfach direkt auf eine Hand, denn ihr dürft ja nicht den Boden berühren. So, da hinten ist sogar noch eine Hand. Okay, wo starten wir am besten? Ich würde sagen hier. So, und jetzt nicht mehr den Controller berühren und einfach kurz abwarten. 2, 3, okay, 4, 5, und jetzt müssten wir die letzte Hand berühren, oder? Nein, warum berühren wir die andere Hand nicht? Aber ich glaube, da drüben waren wir schon. Jetzt berühren wir die letzte Hand. Okay, nee, berühren wir auch nicht, hä? Das ist ja voll komisch, aber dann macht ihr das einfach so. Ihr dürft ja den Boden nicht berühren. Die anderen Hände habt ihr berührt und jetzt fliegt ihr einfach dorthin. Sollte eigentlich auch zählen. Wenn nicht, dann startet ihr einfach von hier. Mal schauen, was er dann macht. Achso, die Hand funktioniert ja gar nicht, hä? Die ist ja gar nicht aktiviert. Dann habt ihr die Aufgabe ja schon ganz easy gelöst. Ich dachte, die Hand würde auch funktionieren. Okay, die leuchtet aber auch nicht so lila. Deswegen springt einfach so, wie ich es zu Beginn gemacht habe. Also landet direkt hier auf der Hand, ohne den Boden zu berühren, und lasst euch einfach katapultieren. Dann bekommt ihr eine chillige Lackierung dazu. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.